Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Tri. So. Habe mich erstmal erkundigt wegen dieser Glocke. Man soll jetzt hier runter hüpfen, springen, was auch immer. Ja. Sinnlos. Okay, da gibt's nichts. Ich guck trotzdem. Na gut. So, hier gibt es jetzt nämlich auch noch was. Eine Glut. Und dahinter kommt dann wohl der Bosskampf am Ende. Wollte ich nämlich nur wissen, nicht, dass ich das... es würde nämlich alles verschwinden hier. Also das, was ich jetzt hier mache, könnte man dementsprechend alles... Wow. Außen lassen, wenn man denn wollte. Was wir aber nicht wollen. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. So viel habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, man soll erstmal hier lang. Sofern man dies denn möchte. Ja, wie gesagt, das ist nicht Pflicht. Ach, nicht schon wieder so ein Arschbolzen da. Große Seele. Okay. Ich versuche ja ihn zu triggern, aber der kommt nicht. Alter, wie viel seid ihr? Ach Mist, da hat das Rollen wieder nicht geklappt. Erstmal nehmen. Guten Nacht. Schlaf schön. Vier Stück zähle ich da. Fünf zähle ich da, Alter. Was war das? Ja, die hier sind jetzt nicht das Problem. Geiler wäre es natürlich noch, wenn man die backstabben könnte. Alter, das hört nicht auf, ne? Da ist noch so ein Riese. Ja, hör doch auf mit deinem Hals, Alter. Los mit dir, wir wissen, dass du einen langen hast. Was war das jetzt? Ach nö. Alter. Sollte erstmal weg. Einen trinken. Das ist gut, mein Freund. Hätte ich jetzt noch mehr Ausdauer. Boah, ist das... Alter. Ist das richtig mies? Oder was? Nö, nö. Das ist ja mal. Boah. Der ist ziemlich arschig. Steht da hinten noch ein großer. Will mich das Spiel jetzt einfach hier verarschen? Kümmere ich, glaube ich, erstmal lieber um den. Aber der da hinten, der ist ein bisschen easier. Denn... Ja, der da hinten, der hat nur die Axt und nicht diese... Ne? Was der hier eben hatte. Vielleicht hätte ich auch erstmal da hoch reingehen sollen. Du bist dumm irgendwie. Möchte ich mal sagen. Also mir den Rücken zu kehren ist ganz blöde Idee.
Sowas nutze ich nämlich schamlos aus. Alle läuten sie die Glocke. Hier ist wieder so einer. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich da wieder zurückkommen würde nachher, ne? Da drüben vielleicht. Hier? Ah. Okay. Stimmt. Geht zum Leuchtfeuer und da ist dann... Okay. Stimmt, ja, klar. Warum bin ich dann da gerade runtergesprungen? Nur mal so gefragt. Warum riskiere ich hier mein Leben? Bei einem Sprung? Hey, Digga. Einfach mal... Wow. Das war nicht nett. Das auch nicht. Möchte ich nur mal sagen. Das finde ich erst recht nicht nett, aber ist okay. Solange es mich nicht trifft, ist es okay. So, weiter. Hier ist wieder so ein Rollmops irgendwo. Ach, hier. Au. So, machst mal ein Nickerchen, ne? Wachst du da irgendwas? Nee. Du bist nur ein Arsch, okay. Dann ist es ja okay. Ich höre schon wieder sowas. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen ganzen Batzen Idioten gekillt und 97.000 Seelen. Wow. Was gibt's denn hier oben? Von hier komme ich, denke ich, mal wieder zurück, oder? Ja. Von hier komme ich am Ende wieder zurück, denke ich. Gut. Zurück wollen wir jetzt noch nicht. Aber hier muss nur einer sein, ne? Schatz voraus. Ja, aber nicht nur das. Ja, roll mal an hier. Feuer ist nicht nett. Au. Da war die Ausdauer wieder am Arsch. So. Schatz wollen wir natürlich. Hallo Schatz. Wir brauchen nur noch 5 Flakons. Asche eines Drachenjägers. Asche eines Drachenjägers. Das klingt doch hilfreich. Ist die hier irgendwo? Asche, 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 Asche. Ich glaube mal eher nicht, oder? Hier sind jede Menge Seelen. Die werde ich alle noch benutzen. Denn... ich brauche sie nicht. Ne? Wahrscheinlich sagen wir, ich erwerb neue Gegenstände bei Schreindienerin. Habe ich nicht, oder? Ja, Pyromantie. Pyromantie, ich habe den Pyromanten nicht. Aber es gibt doch diesen einen, bei dem ich Zauber lernen kann und sowas, ne? Den müsste ich doch am Feuerbandschrein haben. Hm. So, wo muss ich denn nun lang? Hm.
So, erstmal hier wieder. Die sind zum Glück nicht schlimm. Wenn man weiß, wie sie gehen. Und wenn sie denn mal netterweise... Oh, eine Kiste. In die Ecke kommen würden. Macht er aber nicht. Ja. Ja. Pennergesicht. Alter. Da geht's hoch. Du bist eine echte. Funkelt Titanit. Nicht voraus, Monster. Ja, es ist mir aufgefallen. Ich bin nicht blöd. Ich spiele nicht zum ersten Mal Dark Souls. So, was erwartet mich hier oben? Ich habe Angst. Ach nö. Hallo. Freund. Wir wissen doch, wer das ist. Wir wissen doch, wer das ist. Spielen wir doch nicht lange rum, Havel. Ich hätte dich unten töten sollen. Stimmt's? Oder habe ich recht? Kleine Pissflöte. Oh. Ja, mein Freund. Du hast zwar hohe Reichweite, bist aber immer noch ziemlich lahmarschig, ne? Und so weit ist deine Reichweite gar nicht. Aber dadurch, dass du so langsam bist, wird es halt schwierig wegzurollen. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Ne, Havel? Auf dem großen Gebiet hier. Sieht's auch für mich ganz gut aus, ne? Mein Freundchen. Hm? Ach, fuck, Alter, macht der Damage. Heidewitzka. Wenn er denn trifft. Ach ja. Natürlich. Was ist das eigentlich? Was ist, hat er sich jetzt in Kacke getaucht oder was? Er hält es noch mehr aus, Alter. Einfach mal. Ah, jetzt ist weg. Wir machen so schon nur 77, ja? Okay. Scheiße. Muss immer mal einen nehmen. Ich sollte eine Glut verwenden, Alter, für den. Das ist wirklich hier. Das hat schon was von einem Bosskampf, so viel wie der aushält. Und wie die einstecken kann. Nein, nein. Ah, du Penner. Boah. Ich muss auch eine Glut verwenden gleich. Ne? Sonst kann ich mich gar nicht mehr heilen. Ja. Und zwar genau jetzt. Ja. Ja. Ich bin tot, ey. Das ging doch am Anfang so gut mit dem. Und tot. Alter. 97.000 Seelen, Junge. Ja, leck mich doch. 97.000 Seelen, die muss ich mir natürlich jetzt holen. Das Gute ist... Ne, ich muss eigentlich nur... da schnell hochkommen. Der da ist kein Problem. Und tschüss. Ich glaube auch nicht, dass der mich verfolgt oder so. Das hier ist halt.
Hallo? Ich habe das Ding anvisiert gehabt. Diesmal habe ich dann noch mehr. Hat einmal die Glocke geläutet. Machen wir aber auch noch. Ich glaube, ich nehme gleich eine Glut, oder? Ja, ich nehme gleich eine Glut. Dann gehe ich mal schnell hoch. So, mit 10 Flakons sieht das doch gut aus. Ja, natürlich trifft der Arsch mich. So. Lass mal zu meinen Seelen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den backstabben kann. Ich glaube, ich versuche es lieber nicht, oder? Theoretisch müsste es gehen. Wenn man sich nicht doof anstellt wie ich. Aber das ist auch ein bisschen, ne, lebensmüde. Mit Havel, dann dreht er sich schnell um und gibt mir einen dicken. Ach, mit einer Combo habe ich natürlich gar nicht gerechnet jetzt. Muss man aber immer. Muss man immer mitrechnen. Deshalb lieber nur einmal zuhauen und schnell weg. Schnell weg! Verstehst du? Ich weiß noch nicht, gegen was Havel so ein bisschen empfindlich ist. Na klar, Finstergeist. Ist klar. Und deswegen nimmt man lieber keine Glut. So ein Fuck, Alter. Ach nö, nicht das wieder. Dank dieser Finstergeist. Der ich bitte mal schnell verpissen soll. Fuck. Scheiß Kombo. Alter, willst du mich verarschen? Wichser. Blöder Wichser. Alter. Havel ist ein richtiger Pisser, ey. Ich hasse ihn. Schon in Dark Souls 1 mochte ich ihn nicht besonders. Aber da war er größer, möchte ich sagen, ne? Da war der doch viel größer. Ich habe nur noch Angst vor dem Finstergeist, der sich immer noch nicht zeigt. Ah, da ist er. Du Wichser, ne? Na klar, Digga. Ja, na klar. Ach, du bist ein richtig unfairer Wichser, ne? Stinti. Nutze hier meinen Kampf gegen Havel schamlos aus. Nee, das finde ich mies, sowas. Sowas ist mies. Weißt du? So, was ist richtig mies. Ja, freu dich noch, du Hurensohn. Bist ein ganz toller. Bist der Größte. Der größte Noob bist du, Junge. Weißt du, deswegen hasse ich Dark Souls 3 einfach. Der PvP ist so kacke. Ich zieh gleich das Internet raus. Weißt du? Und nehm dann eine Glut. Also sowas ist scheiße. Sowas ist einfach asozial. Aber okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Fickt euch.